Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Themenfolge. Lang haben wir darauf gewartet, es kam ja häufiger schon keine mehr. Ja, und jetzt sind wir direkt mit der ganzen Gruppe unterwegs, aber nur Fabi ist im Teamspeak. Hallöchen. Hallöchen. Die Rebecca, die Denise, die Ellie und die Bethany reiten aber trotzdem ein bisschen mit. So, was ist unser heutiges Thema? Wir haben anlässlich einer News, die wir jetzt entdeckt haben, uns überlegt, wir quatschen da mal ein bisschen drüber. Einige von euch haben ja dieses Jahr vor, mal auf der Gamescom vorbeizuschnuppern. Und da gibt es jetzt 2 Wildcards zu gewinnen. Für die, die nicht wissen, was eine Wildcard ist, damit könnt ihr quasi an dem Fachbesuchertag dann auch mit reinkommen. Genau, Fachbesucher- und Medientag. Das heißt, ihr habt dann ab dem 17. August, habt ihr ab 13 Uhr schon exklusiven Zugang, wenn normalerweise Privatbesucher noch nicht reinkommen. Quasi vergleichbar. Es ist wie so ein Halbtags-Fachbesucherticket. Genau. Das ist doch schon mal ein ganz besonderes Bonbon. Und es ist übrigens nicht mal schwer, was man dafür machen muss. Und zwar muss man sich dafür einfach für den Privatbesucher-Newsletter anmelden. Wir werden das Ganze von der Gamescom-Seite unter dem Video natürlich verlinken. Genau, aber ihr müsst ein bisschen schnell sein. Genau, denn bis zum 27. Januar müsst ihr euch angemeldet haben, dann kommt ihr in die Verlosung mit rein. Und für die, die nicht wissen, wann die Gamescom ist, sie ist dann, magst du es nochmal sagen? Ja, vom 17. bis zum, was ist denn das, der 21. August ist die und zwar in Köln, Köln-Messe-Gelände. Genau. Da findet die statt. Nee, wir haben uns überlegt, wir quatschen da einfach jetzt mal so ein bisschen drüber, wie gesagt, weil ja einige, jetzt habe ich das Rennen unten ganz vergessen, aha, toll, weil ja einige gerne vorbeikommen möchten und je nachdem, vielleicht habt ihr auch Interesse, eben schon mal am Medientag reinzuschnüffeln und zu gucken und daher, das ist ja, ist wirklich eine Chance, die man nicht alle Tage bekommt. Genau, solange man da nicht irgendwie Möglichkeiten hat, eben über eine Firma oder eben über ein Gewinnspiel reinzukommen oder man selber bei der Presse ist, kommt man da normalerweise nicht rein. Natürlich genau. Ist es immer recht voll. Man kann sich auch versuchen, so mit so einem gekauften Presseticket reinzukommen, weil das würde ich dann. Das ist immer ein gewisses Risiko natürlich. Es ist sehr tricky, ja, ja. Mir hatte zum Beispiel letztes Jahr eine Bekannte ihren Parkausweis für den Presseparkplatz leihen wollen. Ja, guess what? Ich bin natürlich nicht reingekommen. Wenn sie nie kontrollieren, mich haben sie natürlich direkt kontrolliert und haben gesagt, das sind aber nicht sie. Ja, wir wollten einfach da mal ein bisschen darüber reden, was die Gamescom ist. Vielleicht weiß es auch noch nicht jeder, vielleicht weiß auch nicht jeder, dass wir da noch da sind. Es ist im Endeffekt so, es ist halt eine der, besser gesagt, es ist die größte, ich glaube sogar Europas, Veranstaltung. Der Welt steht sogar auf der Seite, die größte Spielemesse der Welt, rühmt sich die Seite der Gamescom. Ja, dann ist die E3 vielleicht ein bisschen internationaler angesehen, aber okay, wenn es die wirklich die größte der Welt dann ist, dann, wie gesagt, habt ihr es gerade gehört, die größte der Welt. Ich habe mich schon wieder verritten. Mensch, wir reiten ja noch alle hinterher. Ja, sehr gut. Hat natürlich auch meistens immer noch so ein paar Partnerländer, wo sie dann auch noch eine ganze Menge Mediensachen mit reinbringen. Das macht es wahrscheinlich auch noch deutlich größer, weil auch ihr außerhalb der ganzen Spielesachen auch noch eine ganze Menge geboten bekommt. Teilweise auch noch in so einem Entertainment-Bereich, auch für die Jüngeren. Genau. Und lass mich nicht lügen, aber ich meine, ich hätte jetzt gelesen, dass das Partnerland dieses Jahr Israel ist. Das war nämlich irgendwas ganz Außergewöhnliches, sag ich mal. Weißt du es noch, was es letztes Jahr war? Ich weiß es, ich habe das letztes Jahr gar nicht mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Mir war das dieses Jahr total neu, dass die Partnerländer... Ja, die hatten da direkt dann immer Bereiche. Also im Endeffekt wird dann noch so ein größerer Bereich auch gemacht, wo ja dann auch sowas wie, wie Fußball, wie teilweise auch Paintball oder mit Lasertag besser gesagt spielen kann. Das wird auch eine ganze Menge außenrum noch geboten, auch genau, teilweise an Shows noch und sowas. Genau, letztes Jahr war da zum Beispiel war da so eine Stuntshow mit Motocross-Bikes und ein Beachvolleyballfeld war da noch aufgebaut. Also es wird da wirklich jede Menge Spiel und Spaß und Entertainment geboten, nicht nur im technischen Bereich, muss man wirklich sagen. Also es lohnt sich schon, es gibt unheimlich viel zu sehen und selbst wenn man vielleicht nicht bei jedem Spiel auch mal antesten kann,
Also man hat ja die Möglichkeit, da auch Betas zum Beispiel anzutesten. Letztes Jahr zum Beispiel Garden Warfare, Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, was ihr ja dann ab dem 25. Februar auch bei uns auf dem Kanal sehen werdet als Together-Projekt. Ha, schon mal Werbung gemacht. Genau, also im Endeffekt könnt ihr, konnte man zum Beispiel letztes Jahr schon antesten. Könnt ihr halt vorab in Spielereien schon euch darüber informieren, genau, je nachdem. Man, und das ist auch der Vorteil, wenn ihr da zum Beispiel mit einer Wildcard reinkommt, dass es an einem Tag ist, wo ihr auch die Möglichkeit habt, dann Sachen anzutesten. An den anderen Tagen habt ihr meistens die Möglichkeit, eine Sache anzutesten. Und ansonsten steht ihr den halben Tag, wenn ihr mehrere Sachen sehen wollt. Bestes Beispiel letztes Jahr war Overwatch. Das haben wir mittlerweile auch schon in der Beta mal gezeigt. Ich wollte mir unheimlich gerne Overwatch anschauen. Ich habe mir im Endeffekt nur die Schlange angeschaut und habe mir dann gedacht, und tschüss. Also 2 bis 3 Stunden kann dann manchmal schon die Schlange dauern. Aber wir waren auch dabei, was ist die Gamescom? Also im Endeffekt auch eine Möglichkeit, auch und euren YouTuber teilweise aus dem Gaming-Bereich zu treffen, weil da eigentlich fast alles da ist, was Rang und Namen hat. Und wir gucken eben auch, dass wir, eigentlich sind wir sehr sicher da. Wir wissen noch nicht genau, wann und wie, den Zeitplan, wann wir da sind, werden wir aber noch rechtzeitig vorher auf jeden Fall auch kundgeben und dann auch jede Menge auch Programmkarten mitnehmen. Und auch natürlich, wenn ihr wollt, könnt ihr dann immer Bilder machen. Höchstwahrscheinlich ist unser Treffen für den Samstag angedacht, weil das ist einfach so der, der Tag, wo dann vielleicht auch die können, die schon wieder Schule haben und aus dem Umkreis kommen. Ich glaube, Nordrhein-Westfalen hat dann genau das letzte Ferienwochenende an dem Wochenende, wenn ich mich nicht alles täuscht. Genau. Dann müssen wir natürlich noch schauen, dass wir den Hund machen, weil die können wir natürlich nicht alleine lassen. Da hoffe und ich dann darauf, dass meine Eltern dann auf die beiden aufpassen. Ansonsten müssen wir uns dann noch was einfallen lassen. Aber das ist so momentan der Tag, den wir anpeilen, wie wir es auch letztes Jahr schon gemacht haben. Der Worst Case wäre, dass Kadi nur kommt und ich passe auf die Hunde auf oder so in der Art. Aber auf jeden Fall sieht er mindestens einen von uns. Das wäre ganz worst Case. Ja, wir gucken auf jeden Fall, dass wir das alles hinbekommen wie letztes Jahr. Letztes Jahr war das ja dann alles wirklich möglich und dann schauen wir mal, wie das alles wird. Also, da ist auf jeden Fall eine ganze Menge geboten. Wir freuen uns schon richtig drauf. Es ist natürlich auch nochmal bei uns dann an den anderen Tagen mit jeder Menge Terminen wieder verbunden. Das heißt, wir werden vielleicht auch schon an anderen Tagen da sein, sehr wahrscheinlich sogar. Aber wo genau wir uns da treffen können, darüber halten wir euch dann entweder auf Facebook oder Twitter dann nochmal ein bisschen auf dem Laufenden, dass wir auch außerhalb dieser großen Treffen dann noch sagen, hey, wir sind jetzt übrigens gerade da und da, falls ihr in der Nähe seid, schaut doch mal rum und sowas in der Art, also dass wir Genau, wenn wir gerade ein bisschen Luft haben. Genau, zwischen den Terminen vielleicht auch nochmal die Möglichkeit geben, dass ihr halt vorbeischaut, wenn ihr sowieso an den anderen Tagen nicht könnt und halt gerade da seid, aber es ist auf jeden Fall, wird es größer denn je werden, da es jetzt jedes Jahr immer größer geworden ist. Ja, es ist Wahnsinn, das ist ja sowieso Gaming an sich früher noch eher so verschrien und Tabuthema ist es ja eigentlich mittlerweile fester Bestandteil des Lebens, muss man ja wirklich so sagen. Und dementsprechend wachsen natürlich auch solche Ereignisse. Der E-Sport ist halt sehr groß geworden und hat auch sehr große Sponsoren teilweise bekommen. Das ist eigentlich der Hauptaspekt, dass man sagt, okay, es ist halt auch... Halte ich gerade richtig zum Rennen? Nee, ne? Jetzt bin ich schon wieder falsch. Ah! Es ist halt deutlich mehr auch an Geld da und das sieht man halt auch an den Events. Die Räume werden immer größer, die ganzen Unternehmen mieten teilweise komplett eigene Hallen, wenn man da mal Beispiel schaut. Beispiel Electronic Arts, die haben eigentlich immer einen riesengroßen Bereich, Teil. Ja, und das einen ist sehr, wirklich sehr, Wahnsinn. Und einen wirklich coolen Bereich. Auch Blizzard zum Beispiel da hat einen sehr großen. Also EA und Blizzard hatten riesengroße Bühnen auch. Auf der EA-Bühne zum Beispiel waren letztes Jahr FIFA-Duelle und solche Sachen, wo man dann sich auch Sachen erspielen konnte, Konsolen und Spiele und was nicht alles für Zeugsel. Also es ist schon wirklich spannend, muss ich sagen. Und wem E-Sport übrigens nichts sagt, das ist, manche von euch kennen vielleicht League of Legends. Genau. Und das zum Beispiel, das kann man ganz gut als Beispiel nehmen, dass es da große Teams gibt, die dann gegeneinander antreten und da gibt es wirklich Weltmeisterschaften auch drin. Also das ist... sowas wird dann auch ausgetragen. League of Legends glaube ich nicht mehr. Das war häufig auf der Gamescom früher, aber ich glaube letztes Jahr nicht mehr. Genau, letztes Jahr waren sie nicht da. Davor war es ein riesiger Bereich, aber die haben sich davon sozusagen ein bisschen zurückgezogen davon. Aber dafür sind halt andere Unternehmen so ein bisschen damit reingegangen. Und ich sollte mich nicht die ganze Zeit von vorne betrachten. Dann sehe ich zwar die Gruppe nicht mehr, wenn ich von hinten gucke, aber ansonsten stürze ich gleich ab hier mit meinem dicken Brummerchen. Ja, Star Rain ist nicht dick, die ist nur plüschig. Ja, das ist, glaube ich, das größte Pferd hier von allen. Ja, ja. Die Shire Horses sind die größten. Ich muss sagen, ich freue mich schon wieder unheimlich darauf. Ich war letztes Jahr, muss ich ja ganz ehrlich gestehen, Fabi kann es bezeugen,
gerade den Donnerstag, wo ich dann alleine hin bin und zur Sims-Präsentation auch hin bin, war ich so übelst aufgeregt. Ich habe die ganze Zeit, ich habe mir echt ins Hemd gemacht. Ich denke, wir werden natürlich das erste Mal Games kommen und dann... Wir werden natürlich auch wieder unsere Videos machen, wie beim letzten Mal. Also genau. Von allen Tagen, wo wir da sind, machen wir wieder Zusammenschnitte. Die haben euch ja beim letzten Mal auch ganz gut gefallen. Da geben wir uns natürlich auch wieder Mühe, dass wir da ordentlich Material zusammentragen. Und ja, du hast wenigstens keinen Strafzettel bekommen, ja? Ich habe einen Strafzettel bekommen, weil ich auf die Schnelle am erstbesten Parkplatz geparkt habe, den ich gefunden habe. Ja, das war und gut. Und der war in der Parkverbotszone und da habe ich direkt einen Strafzettel kassiert. Sehr gut. Ja. Ja, dafür hat mich die Politesse da als Falschparkerin, hätte ich fast gesagt, entlarvt, als ich den Presseparkausweis vorgezeigt. Naja, man konnte es ja mal probieren. Naja, gut. Das hat dann nicht ganz so gut geklappt. Wahrscheinlich wird wirklich einer von 100, wenn überhaupt, überprüft. Ja, es haben alle gesagt, ja, kein Problem, kommst du so mit auf den Parkplatz, überhaupt kein Ding. Und da guckt er nämlich schon so an und meinte dann, ja, zeigen Sie mal bitte Ihr Personalausweis. Ist so, hallo. Ja, das war dann schon, Sehr gut. Es war schon wirklich, ja. Nee, also ich muss wirklich sagen, es ist wirklich ein Erlebnis, dahin zu kommen. Und solltet ihr dabei nicht gewinnen und ihr wollt trotzdem gerne dahin kommen, ich weiß gerade gar nicht, die Wildcards, sind die nur für den Pressetag? Da bin ich jetzt gerade am Überlegen. Ich glaube, die waren ausschließlich für den halben Pressetag. Beziehungsweise den Medientag oder und Fachbesucher stand da auf genau, der Gamescom-Seite. Im Endeffekt hat sich das jetzt alles ein bisschen verschoben, weil der neue Pressetag ist quasi jetzt einen Tag nach vorne geschoben worden, weil die Firma halt auch gesagt haben, okay, es kommen aktuell so viele Leute immer zu dem Fachbesuchertag rein, weil sich fast jeder als Fachbesucher ausgeben kann teilweise, sodass sie es halt gesagt haben, wir machen einen Tag, wo wir nur die Leute direkt einladen und das ist eigentlich der Tag jetzt einen Tag davor, also im Endeffekt, da ist dann wirklich überhaupt nichts mehr drin. Aber es ist schon noch der Tag, wo die meisten Termine dann liegen, wenn man mit Firmen irgendwas besprechen muss oder mal ein Spiel privat vorgestellt bekommt. Genau. Und an dem Tag könnt ihr dann halt einfach auch noch mit dabei sein. Genau, nee, und das ist eben der Kartenvorverkauf, wer jetzt dann am Wochenende dahin möchte, das hat noch nicht begonnen. Ich weiß gar nicht, wann der anfängt. Ich glaube, letztes Jahr so im April. Hier hat man vor kurzem tatsächlich gesagt, dass der jetzt erst 2 Monate vorher starten soll, angeblich. Aber ich habe darüber noch keine Bestätigung gefunden. Ich fände es ein bisschen knapp. Ja, das stimmt. Aber da können wir ja auch nochmal eine Info machen, wenn er startet. Machen wir auf jeden Fall, weil im Endeffekt ist es so, dass ihr nur ganz kurz Zeit habt. Denn die Tickets sind, besonders wenn die 2 Monate vorher sind, dann werden die ultra schnell weg sein. Gerade auch fürs Wochenende. Wir werden dann davor auch definitiv schon einen Tag sagen, wo unser Haupttreffen stattfinden wird. Vielleicht verlosen wir auch welche. Ja. Aber da müssen wir mal gucken, weil wir können nämlich nur die verlosen, die man hier beim öffentlichen, beim örtlichen Händler kauft. Genau, der Saturn ist da, ich glaube, ist der Saturn nicht der Einzige, der die Gamescom-Karten verkauft? Meine ich jedenfalls. Bin mir nicht ganz sicher, ich glaube schon. Und deswegen müssen wir gucken, ob wir dann noch schnell zum Saturn kommen. Da darf man meistens dann auch nur eine oder zwei Karten kaufen, weil natürlich nicht wollen, dass sich einer so einen Batzen dann kauft und die verkauft. Ja, genau, weil das ist nämlich, wenn man die Karten übers Internet kauft, dann sind die nämlich gebrandet, dann steht nämlich der Name da drauf und die darf man dann nicht weitergeben. Also es würden wirklich dann nur Karten gehen, wenn wir die aus dem Einzelhandel kaufen können und die dann verlosen. Müssen wir mal schauen, je nachdem, wie das dann aussieht und wann das startet. Wie gesagt, da geben wir euch auf jeden Fall nochmal detailliertere Infos zu, dass ihr da auch nichts verpasst. Weil letztes Jahr waren wir tatsächlich für den Samstag auch schon ganz schön knapp, muss ich sagen. Oh ja. Also im Internet war da schon lange alles ausverkauft und ja, wir haben überall gebettelt, dass wir noch reinkommen. Ja, oh Gott, das war auch so eine Aktion. Das ist, Lange Geschichte, ja. Ja, spannend. Okay, ich würde sagen, an dieser Stelle verabschieden wir uns für heute wieder von euch. Ich hoffe, das Thema war wenigstens etwas interessant für euch. Morgen wird es dann so ein bisschen darum gehen, wie weit darf man in den Medien gehen. Vielleicht habt ihr den großen Hype darum mitbekommen. Da gab es jetzt so eine Radio-Challenge, Kill It, Cook It, Eat It,
wo der Moderator ein Kaninchen killen sollte, eben es zubereiten sollte und dann essen sollte. Er hat es im Endeffekt nicht gemacht. So viel vorweg, Entwarnung. Puh. Aber wir haben uns gedacht, das nehmen wir trotzdem mal zum Anlass, mal über das Thema zu reden. Wie weit darf man gehen und wie weit wird gegangen für mediale Aufmerksamkeit? Gut, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank hier auch nochmal an die Bethany, die Jamie, den Fabi, die Ellie, die Denise und die Rebecca, dass sie mitgeritten sind. Ja, und dann sehen wir uns morgen wieder zur nächsten Themenfolge. Und heute gibt es auch noch die Wins und Fails, wenn sie nicht schon waren. Yay. Ciao, ciao. Tschüss.